Heute siehst du die besten Roblox-Spiele auf der ganzen Welt. Das sind die lustigsten und coolsten, die du jemals sehen wirst. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, um nicht das geheime Spiel zu verpassen. Los geht's. Kasper, guck mal. Das ist einfach, siehst du da oben, das längste Loch der Welt in Roblox. Okay, und warte mal, jetzt wenn die hier eine, warte mal, du willst hier eine Mauer bauen und guck mal, meine ist höher als deine. Ja, ich kann hey! Ach so, deine ist höher als meine, das kriegen wir. Ja. Wow! Wow, was machst du? Hast du gerade gesehen? Ich bin gerade mega hochgeflogen, ich hatte gerade anscheinend Ballon am Start. Oha. Alter, wie krass. Wir können, okay, und hier? Wir können mit Ballons quasi dieses Loch dann hochfliegen, ne, und abchecken. Und das ist das längste Loch der Welt, oder was? Ja, das oder längste Loch auf jeden Fall in Roblox. Ne, ich glaube das längste. Alter, okay, krank, so, und dann, krank, ja. Gott, okay, warte mal, ich habe jetzt hier Ballon was Krasses. Start, weil ja, schau mal, ich kann jetzt hier das hier machen. Und zwar eine richtig lange Wand bauen. Was? Yeah. Machst du das denn? Ja, siehst du warte das? Warte mal, die will ich kaputt machen. Habe ich mir für Robux gekauft. Wieso willst du die kaputt machen? Warte mal, okay, warte, ich probier auch mal was aus. Guck mal hier hin, zack. Ja. Oh, oh mein Gott, du kannst das also auch. Okay, okay, okay. Oh yes, habe ich mir auch geholt. Und was, das ich Spiel wurde, guck mal, er sagt, das Spiel wurde in 2008 kreiert. Das gibt es anscheinend schon mega, mega lange, was? Ne? So lange gibt es doch noch nicht Roblox. Ich weiß, doch, na klar, na klar, na klar. Okay, komm, oh mein also mit diesem Ballon am Jo, ich wow. bin jetzt hier, man kann anscheinend auch hüpfen. Wow. Ach, warte, lass uns mit Hüpfen probieren, da hochzukommen. Warte mal, noch ein Stück. Warte mal, wenn wir jetzt hüpfen können. Ja, lock auch meine Wand hier ranbauen. Ich bin weggerammt. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Oh. Ich bin direkt nach unten geflogen. Ich baue eine Wand dran, aber es bringt gar nichts. Oh Gott, nein. Ey, das bringt gar nichts, eine Wand zu bauen. Die hält daran gar nicht. Die fällt runter, ne? Ich habe eine Idee. Ah, wow, ich flieg weg. Ich flieg aus der Map raus. Was hast du für eine Idee? Ich habe eine Idee. Und zwar lass uns. Wir haben ja so einen Ballon unten, ja? Diesen normalen Ballon. Ja. Und ich frage mich gerade. Glaubst du, wir können hochspringen und dann ganz oben ganz schnell den Ballon zünden? Also, warte, pass auf. Was? Oh, warte, ich springe und Ballon zünden. Da bist du. Wo bist du? Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich bin direkt unter dir. Ich habe auch meinen Ballon jetzt hier. Oh mein Gott, du musst aufpassen. Hä? Da kommen die ganzen irgendwelche mein Ballon Teile geht immer runter. Außen an, deiner auch? Oh. Nee, nein, meine geht nicht außen an. Oh mein Gott, das fallen, meine fallen geht aber außen so. An. Es fallen Wände und sowas runter. Oh Gott. Mach mal ganz kurz dein aus. Ah! Geht das? Wow, was machst du? Alter. Alter, das sah gerade gar nicht gut aus. Ich glaube, beim nächsten Stück hier. Hey. Oh nein, der ist geplatzt! Was machst du denn? Der ist geplatzt! Ich bin auf dich raufgeflogen! Ey, ich bin auf dich raufgeflogen, was? Ey, meiner ist einfach gerade geplatzt von den Legosteinen. Bleib jetzt hier sitzen. Ich will aber schon wissen, was hier oben bei diesem Loch ist. Also, würde mich auf jeden Fall schon interessieren. Lass mal probieren wir mit dem Ballon. Auch, ja. So weit zu kommen, wie es geht. Und er sagt ja auch so, hier beginnt dein Journey. Okay. Und wir haben, er hat ja so 4 verschiedene Ballons. Warte mal, das bedeutet, im Shop haben wir 4 verschiedene Ballons. Schnellster, super schneller, noch schnellerer. Und schnellster, Ultimate Trowel auch noch. Okay, warte mal. Lass mal ganz kurz erstmal mit dem Ballon probieren, jetzt hier hochzukommen. Erstmal 3, 2, 1 und zack, genau. Wow. Und ich fliege jetzt gerade mit dem Ballon. Und was glaubst du, ist da am Ende des Loches? Ich glaube, wir können. Ich bin echt gespannt. Da könnte alles sein. Da könnte alles Gold sein, da könnte gratis Paradies, Robux sein. Diamant, ja, gratis Robux wären krass. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist auf jeden Fall am Ende vom Loch heute ankommen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ja. Vielleicht können wir sogar machen, das dass wir die anderen Ballons kaufen. Ja! Ey, nein, du hast gestriffen! Was hab ich denn gemacht? Warum denn? Was hab ich denn gemacht? Ja! Au. Hey, was machst nein. du? Hey, du lässt die ganze Zeit platzen, oder was? Nein, du bist auf den raufgeflogen. Oh mein Gott! Au. Wow! Was? Wie schnell war ich? Ich bin gerade richtig hochgeflogen wieder. Ich bin abgebaut. Alter, ich auch. Ich war so schnell gerade. Junge. Okay, warte, jetzt haben wir den Ballon gekauft. Dann lass mal ganz kurz den aktivieren. Ey, ich habe jetzt hier den schnellsten Ballon am Start bis hier gekauft. Ja, ich auch. Hilfe! Hilfe! Oh, Alter! Wo bist du? Das, ich bin gerade irgendwie, das war gerade. Oh Gott. Hä, wieso bist du so weit vor mir? Du bist ja 10-mal höher als ich. Oh. Hä, wie hast du das denn gemacht? Wow, was machst du? Ich hatte gerade irgendwie so einen Bug. Ich bin oben irgendwie jetzt richtig komisch angekommen, ne? Bei dem. Warst du schon einmal jetzt ganz am Ende da oben oder was? Nein, nein, nein. Ich habe aber Ultimate Speed bekommen. Ich bin irgendwie so gegen die Kante gekommen und bin so komisch rumgeflippt. Ja. Wow. Alter, ich lass hier alle Steine auf dich rauffallen. Hä? Das ist ja voll. Warte mal. Kann ich es auch machen? Warte. Das probiere ich noch einmal. Hier, schluck meine Steine. Ey. Wow. Oh, warte mal, hier ist einer. Ey, du bist ey, so guck schnell. Mal. Ich bin dein größter Fan, sagt er. Was? Alter, der ist voll langsam, aber guck mal, der Arme. Ist so voll die lahme Schnecke. Der ist echt voll lahm. Oh, ey, da oben leuchtet es doch auch schon. Wir kommen doch, sind doch da. Ey, hör auf damit, wir sind doch gleich schon da oben. Sind wir doch schon irgendwo, oder? Also ich sehe, mit ganz viel Fantasie. Doch.
Damit ganz, also noch kann ich auf jeden Fall ganz, ganz schwierig hier das erkennen, nicht, ne? Vielleicht müssen wir doch nochmal die anderen Ballons kaufen. Ey, wie machst du das? Ich falle da runter. Du kannst aber diese große Mauer bauen. Oh mein Gott, du hast recht. Oh mein Gott. Du Alter, wie das aussieht. Genau, ich lass die aber genau auf die anderen rauffallen, ne? Oh, wow. Nein, jetzt bin ich über dir. Nein, jetzt bin ich. Du bist unter mir jetzt. Unter dir meine ich, ja. Ey, was machst du? Hä, das war ja richtig schlecht. Warum ist deiner nicht geplatzt? Platzt er nur bei einem normalen Ballon oder was? Ja, platz mal schnell da. Ey, hau ab jetzt hier, Alter, okay. Willst du ein Rennen machen? Du überholst mich. Lol. Ha, hast du wohl gedacht, ne? Ey, ich bin auch hier im Sitzen jetzt gerade unterwegs. Das sagst du eigentlich, was ist jetzt nämlich jetzt auch? Ich sitze einfach beim Fliegen. Oh, guck mal, das Ding ist. Oh Gott. Ey, das ich will halt nicht. So oder mal Hilfe. Hoch hier, ne? Das Ding ist, was guck mal, wir brauchen. Ich sehe gerade immer noch nicht irgendwie. Oh Gott. Los! Das Ding ist, ich sehe oben halt immer noch nicht das Loch, also das, die Öffnung oben. Lass uns aber einen weiteren Ballon kaufen. Also das dann mach mal hier eine Po-Bombe. Weißt du, auf zwei kannst du einen Sturz machen. Okay, 3, 2, 1, 2. Po-Bombe! Oh mein Gott! Po-Bombe. Ich bin so schnell gerade! Yo, was passiert hier? Oh mein Gott! Ich bin so schnell! Oh mein Gott! Alter! Ich dreh mich überall hin! Alter, ich flieg gefühlt. Wie hoch fliege ich wieder? Ja, das hat so wehgetan gerade. Wie hoch fliege ich hier auch? Hey, ich fliege noch richtig mega hoch. Guck mal, ich komme jetzt wieder runter. Ey, das war die krasseste Bombe der Welt. Oh ey, was? Ich bin zweimal abgebounced, ne? Und ich noch ey, mal. Schon wieder, oder was? Du bist doch da immer mein Gott. Unterwegs. Oh mein Gott, okay, nicht schlecht. Dann würde ich sagen, lass uns mal im Shop den noch schnelleren holen, oder? Oder diesen ich würde sagen, wir holen jetzt einfach mal den schnellsten Ballon. Warum wir jetzt direkt den anderen kaufen? Wenn wir direkt den schnellsten Ballon kaufen können. Okay. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wer hier schneller sein wird, ne? Ja, dann fliegt er schon mal los, Kaspar. So. Okay, ich fliege einfach schon mal los. Und zack. Wow. Pass auf, pass auf. Ja, ich warte mal. Wow, Alter! Hast du es gerade gesehen? Warst du gerade? Ich war gerade schnell. Und zack, wieder auch. Warte, Alter, du kommst, Alter, du rast an mir vorbei wie auf der Autobahn. Du brauchst auch. Ey! Ah? Hey. Was hast du da jetzt für eine Fallung, hä? Hey! Hä? Ah. Was machst du? Ich war auf dir drauf. Langsamer. Ich war auf dir drauf. Ey! Lol! Hä? Wie bist du so schnell? Du bist halt so unnormal schnell. Ich hab mal den schnellsten Ballon gekauft, ne? Ich hab ne Idee und zwar, pass auf, ich komme jetzt mit dem Ballon. Spring mal auf mich rauf. Warte mal, ich mach mal ganz kurz den langsamen an. Hast du noch einen Ballon? Ich komm mal runter. Spring auf mich rauf. Oh, yeah, ich bin durch dich durch. Ja, musst dann warte mal, komm höher. Ja, warte mal, ich muss mir noch schnelleren hier. So, zack, jetzt komm ich. Okay, ready? So, warte. Ich hab den langsamen am Start. Wo bist du? Bist du der hier oder wer bist du? Nein, ich bin weiter unten. Komm, auf weiter unten, der hier. Okay, warte, ich komm. Oh. Einfach, um mich drauf ganz landen. Langsam, ganz, also guck, jetzt musst du. Warte mal. Ich bin schon. Ja, halt ruhig jetzt. Warte. Hä? Du musst doch schon den schnelleren nehmen, ne? Ich bin drauf. Achso, du bist drauf. Achso, du bist unter mir. Ich bin jetzt gerade drauf bei dir. Ich bin jetzt gerade drauf. Okay, dann würde ich doch mal sagen, let's go. Du hast mich runtergestoßen. Ehrlich, als ob. Okay. Ich bin runtergefallen. Warte, dann komm wieder hoch. Komm, ich komm hier. Ich bin hier am Start. Siehst du mich? Oh mein Gott. Ja, warte. Vielleicht darf ich die Stufe nicht zu schnell machen. Ja. So, ich bin jetzt hier wieder am Start. Ne? So, warte mal, ich mach meinen mal. Warte mal, muss ich meinen Ballon anlassen oder soll ich ihn irgendwie platzen lassen? Nee, du musst auf mich rauf einfach. Okay, warte, bleib da. Und jetzt bin ich auf dir drauf. Ehrlich? Ja. Bei dir nicht? Bei mir? Ja, gut, okay. Ich probier mal ganz schnell. Okay, dann starte mal rein da. Geh jetzt auf eine Stufe schneller. Oh, ja, passt. Noch geht's. Jetzt geht's noch. Jetzt! Jetzt! Oh mein Gott! Schnell. Oh mein Gott, nein! Ich bin wieder weg! Ich bin wieder runtergefallen. Oh mein Gott. Oh, ich bin aber richtig weit mit dir mitgekommen. Okay, warte, ich booste gerade mega schnell nach oben. Ich guck mal jetzt. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier gleich oben haben. Ey, ja, guck mal da oben, ich komm auch nach. Ja, genau, komm nach. Was ist da? Ich glaub da, das dauert jetzt erstmal richtig lange, ne? Ey, ich glaub da oben ist vielleicht sogar gar nichts. Ja, doch, oder natürlich. Ich würde sagen, ich mach jetzt hier einmal ganz kurz einen richtig heftigen Timelapse. Und dann wird man auf jeden Fall gleich sehen, wie krass das jetzt gleich da oben aussehen wird. Ich bin mal gespannt, mal schauen. Jetzt geht's so los mit Super Speed. Wow, oh mein Gott, ich bin komplett durchgeflogen. Und du bist schon ganz oben, ich bin noch mitten im Rennen hier gerade drin, sag mal. Ich bin einfach oben drauf. Und hier und was ist da oben? Hier sind Pilze. Und hier sind die fallen doch die ganze Zeit Steine runter. Die schmeißen doch die ganze Zeit die mit Absicht Steine runter, oder? Ich kann ja auch Steine runterschmeißen. Hör auf jetzt damit, sag mal. Oh Gott, das ist noch Platz bei mir. Guck mal, hier, ich habe ganz viele Steine, die ich jetzt runterwerfen kann. Und die werden jetzt quasi hör auf, das war ganz knapp gerade. Hör auf jetzt. Ich spawn hier gefühlt unnormale Sachen. Okay, warte mal, man hat hier oben voll viel.
wie mir oben so Häuser und sowas. Hä, was ist da denn alles? Sag mal, du veräppelst mich doch, oder was? Nein, 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 ich kann hier rein. Oh nein, der Platz gleich. Man kann sogar reingehen in die Häuser. Hast du die roten Steine gesetzt? Ja, ja, ich habe rote Steine gesetzt. Die sind jetzt erst bei mir angekommen. Ja, ja, die sind doch. Die sind jetzt erst bei mir angekommen. Wie weit oben bist du denn bitte? Ja, ich bin halt. Oh, oh, hier sind Stühle. Was? Zwei Stühle, wo man sich reinsetzen kann. Und ich glaube, hier gibt es mal, weil ich fliege mal ganz mit meinem anderen Ballon jetzt hier mal über. Mal ein bisschen so eine Übersicht hier bekommen. Warte, hier ist ein Fußballplatz. Ja, das dauert halt noch ewig, bis ich da bin. Dein Ballon ist halt schneller als meiner. Ja, yeah, ich habe den super schnellen Ballon gehabt, ne? Aber hier ist einfach ein Fußball. Und ich glaube, man kann wirklich. Warte mal, ich kann hier. Mein Gott, man kann hier wirklich ein Tor schießen. Und Tor! Hey, jetzt kann ich hier sogar mir heftiges Geschwindigkeit holen, ne? Ich bin jetzt schneller. Das heißt, ich habe jetzt hier Ballons, bin schneller und hier sind so viele Pilze. Und das ist auf jeden Fall. Das, was im größten Loch drin ist. Oh mein Gott. Guck mal, Kasper, wir sind in Charlies Schokoladenfabrik. Oh mein Gott, guck mal, da kann ich gerade trinken, da kann ich draus trinken. Ehrlich, trinken. Schokolade. Oh mein Gott. Wie lecker. Also, du willst sagen, hier ist alles essbar, oder was? Auch der Lolli hier. Ey, was? Guck dir das mal an, das ist ja wie in Charlies Schokoladenfabrik. Na, wir müssen jetzt hier Mr. Beast finden, steht hier. Der hat sich irgendwo versteckt. Er hat sich versteckt. Denkst du, der ist hier unter? Ei, ja, ich hab ihn ja doch nicht. Der ist hier nicht hier unter. Hier, da ist er nicht. Oder hier in der Höhle. Hallo! Hallo! Ne, da geht's doch rein. Da muss man mit dem Boot immer reinfahren in den Film. Ach ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, aber okay, warte mal, wo könnte sich hier verstecken? Hey, guck mal, wo ich bin. Ich hab hier ein Geheimversteck hier oben. Wo bist du? Alter! Im Dach über dir. Hä, bist du jetzt hier hochgeklettert? Lol. Ja, da bin ich rauf. Und dann, vielleicht ist da ein Geheimeingang, wo man den finden muss oder so vielleicht. Ja, wie hast du es geschafft? Ich mir vorstellen. Hier ist er und dann hochgelaufen oder was? Hm, da muss man gegenspringen sozusagen. Ey, krass. Aber ich glaube nicht, dass er so weit oben ist. Da muss wahrscheinlich hier irgendwie... Ja, hier ein Baum oder so locker. Hier, der ist safe call am Anfang irgendwo. Oder hier in dem. Ich habe den Baum auf jeden Fall noch nicht gesehen. Oder hier hier sitzt der. Guck mal, hier sitzt er einfach auf dem Boden. Zeig mal. Na. Oh, sieht so aus, als hättet ihr mich gefunden. Oh ja, das haben wir. Ist ja gut versteckt jetzt hier, ne? Okay, auf jeden Fall witzig. Lass weiter zum nächsten Abteil. Okay, also anscheinend haben wir jetzt hier verschiedene Aufgaben, wo wir hin müssen. Okay. Und die müssen wir dann meistern und dann kriegen wir anscheinend am Ende richtig viel Geld oder sowas, ne? Das ist der Marshmallow-Raum. Was? Ah, oh, guck mal. Wir sollen auf die andere Seite kommen. Ja, yeah, müssen auf die andere Seite kommen und probieren. Wow, oh mein Gott. Das ist Zuckerstange, pass auf, ich laufe hier lang. Schnell, schnell, ich gehe auch links lang. Oh, oh mein Gott. Gott, wenn du geholt wirst, dann bist du raus, ne? Dann bist du komplett dann raus. Dann ist man auch voll schlecht, dann ist man auch voll schlecht. Schnell. Ey, und bekommt man, kann schnell. Man, ich glaube, ganz schnell. Am Ende des Videos kann man die Schokoladenfabrik gewinnen, ne? Ich weiß, dann können wir die gewinnen, gehört die uns einfach uns selber, ne? Okay, es ist anscheinend okay, was Süßigkeiten, Wand des Todes. Okay, also wenn du hier runterfällst, dann stirbst du. Ja, ja, und deswegen, wir müssen auf jeden Fall, also wir müssen jetzt hier hoch und oben anscheinend den Knopf drücken, Schritt sagt für Schritt hier langsam. Ich gehe auf die KitKat. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Boah, wenn ich jetzt gerade schon KitKat sehe. Aber ich komme, glaube ich, nicht höher. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme, ich habe einen falschen Weg, ich komme nicht lang. Warte mal, hier bei mir vielleicht? Komm, versuch mal bei mir. Oh Gott. Muss ich hier wieder von vorne anfangen? So, ich glaube, hier ist ein guter Weg. Ich komme eigentlich. Hier easy, ich warte hier. Die M&Ms. Ganz, oh, ganz kennst du diese blauen M&Ms? Die sind auch geil, ne? Nee, die sind voll eklig. Was? Welche magst du? Du magst doch safe die braunen am liebsten. Ja, die braunen sind am besten. Ja, das war ohne Nüsse und sowas. Guck mal, ich habe den Knopf gedrückt. Juhu! Let's go. Haben wir die Stage auch geschafft? Jetzt müssen wir. Was ist das denn? Wir müssen in die größte Coca-Cola-Flasche auf der ganzen Welt müssen wir jetzt rein. Lol. Ach, das. Oh mein Gott, meinst du, das hat irgendwas mit Mentos zu tun? Dass da vielleicht ein Mentos reingeworfen wird vielleicht oder so? Vielleicht müsst ihr so einen Vulkan oder sowas machen, ne? Keine Ahnung. Lol. Muss jetzt hier reinspringen? Oh mein Gott, also springst du richtig mutig rein. Ja, safe. Ach, jetzt sind wir hier echt. In der Coca-Cola-Flasche. Achtung! Oh mein Gott. Achtung, die geht weg. Die Blasen verschwinden. Echt? Hey, bei mir nicht. Guck doch hinter dir. Ja, alles normal. Hey, nee, bei mir alles normal. Echt nicht? Okay, dann müssen wir jetzt hier schnell auf die Mentos draufspringen. Und die Mentos, oh, die verschwinden auch. Nicht, die, die gehen auch unter. Reinfallen. Die gehen auch unter bei mir. Ich sehe es gerade hinter mir. Weißt du, das heißt, dann explodiert die Flasche gleich. Locker, ne? Weil jetzt ja ganz viele Mentos in die Cola-Flasche reingehen. Ja, safe, safe, safe. Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall ganz vorsichtig hier jetzt nicht hier, ne? Die Cola berühren, wobei ich Cola gerne mag, ne? Ich mag auch, ich glaube, hier ist ganz heftige Kohlensäure. Hey, warum hast du noch ein Leben? Alter, du auch. Ehrlich? Nee, habe ich nicht. Ja doch, safe, bei mir hast du noch ein Leben. Oh mein Gott, da musst du aufpassen, ne? Dann darfst du jetzt hier nicht das nicht Ding berühren. Ah, was machst du? Wieso? Was willst du von mir? Hä, ich bin gestorben. Bei mir hast du nur noch einen Kopf. Ey, bei mir bist du gestorben. Hä? Jetzt bin ich hier wieder ganz am Anfang. Ey, ja, ich warte auf dich. Was? Ich laufe einfach weiter. Bist du schon runtergerutscht? Ja, ja, ich rutsche jetzt gerade runter. Okay, yeah. Okay, ich muss das nochmal machen, ich bin hier beim Rauch draufgegangen. Also wie kannst du immer draufgehen?
Was denn für immer draufgehen? Immer draufgehen. Ich bin jetzt bei den Bubbles. Ich bin jetzt. Hä? War ich hier nicht eben schon? Ich sag dir, du bist am Laggen, Alter. Du bist am Laggen. Hä? Warte mal. Ich bin jetzt gerade wieder bei den Blasen, wo die Mentors sind. Ja, dann komm mal. Ja, da war ich auch eben. Dann komm mal wieder her zu mir. Aber ich bin gerade durch die Bubbles durch. Okay, warte, ich komm grad mal, ich komm grad mal zu dir. Okay, 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 bist du bereit? Bist du bereit? Hier, letzter Sprung. Und rüber hier, los geht's. Und runterrutschen. Und runterrutschen. Was? Alter, aua, ich bin ja an der Wand oder so, ne? Oh mein Gott, spring hoch, schnell. Ich fliege, Mentos-Cola. Ja, voll krass. Und was, warte mal, Kuchen oder nicht? Was sind das anscheinend? Guck mal, anscheinend ist es hier. Sind die Sachen auch die Toiletten? Aber du musst den richtigen Weg auswählen. Nee, pass auf, eine Sache ist anscheinend ein Kuchen und drei Sachen sind kein Kuchen, aber eine Sache ist ein Kuchen. Wir müssen auf jeden Fall das nehmen. Okay, welches ist hier der Kuchen? Ich würde sagen... Ich schau gerade. Mhm. Au, ich habe doch gar nichts berührt hier. Also der Unterschied ist echt schwer, ne? Das ist anscheinend echt... Aua! Also da muss man auch genau hingucken. Du sagst blau, dann sag ich grün. Ja, grün, es ist grün anscheinend, ne? Okay, jetzt sind hier, warte mal, gelb, grün... Hey, das ist mir blau rübergelaufen. Blau rüber ist sie? Oh, okay, ja, okay, dann hier rüber. Sieht auch echt aus wie Kuchen, muss ich sagen. Sieht schon echt jetzt gut hier aus. Jetzt das ist schwer, das ist schwer. Gelb jetzt vielleicht? Ist echt schwierig. Ja, lass mal gelb probieren. Oh! Oh mein Gott, Alter, du hast sehr gut. Ja, du hast ja gesagt nicht gelb. Schlecht, okay, lass mal durch die Tür wieder gehen. Oh? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind auf einem Schokoladensee. Ah, Fluss, was? Okay, was? Jetzt rauf hier, oder was? Okay, du sitzt auf meinem Schoß. Abfluss! Okay, warte mal. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wir sind einfach auf so einem Schokoladenflusssee. Das ist hier auch ganz schön rauch, aber es schmeckt gut und es riecht vor allem auch lecker nach das Schokolade. Das hat einen richtig krassen Schokoladenduft, ne? Das ist schon echt heftig. Das ist schon sehr, sehr krass. Richtig gut, aber wo geht das hier hin? Warte mal, bei Schaden und Schokoladenfabrik kommt noch ein Wasserfall. Was ist das denn? Das ist Gordon Ramsay, der Sternekoch da, der Fernsehkoch. Der Welt. Oh mein Gott, der frisst uns auf, glaube ich. Was? Ey, das schmeckt nicht gut. Das schmeckt doch nicht gut. Wir sind doch keine Süßigkeiten. Was? Wo sind wir denn jetzt? Sind wir in seiner Küche drin? Wir sind in Gordons Küche. Lol. Okay, warte, dann müssen wir, glaube ich, hier lang gehen jetzt hier über diese. Hier über die Pfanne rüber. Oh Gott, die ist heiß, die ist heiß. Ah! Oh mein Gott, da musst du echt aufpassen, ne? Da musst du richtig weit springen. Es war voll der weite Sprung da gerade. Ja, du kannst halt auch auf die Griffe raufgehen, ne? Das geht natürlich auch. Ah, ja, stimmt. Hier so, lang. Hier auf die Griffe rauf. Auf die Griffe geht auch. Dann geht es, wenn man die Griffe mitnimmt, dann ist es auf jeden Fall echt. Das ist easy. Ach, Mann! Also echt! Was ist los, hä? Spielst du heute mit deinen Füßen oder was? Ja, ich spiele mit meiner Nase. Ja, ich merke das schon. So, zack. Oh Gott, ich darf hier auf jeden Fall... Ich wollte schon skippen. Dann muss ich jetzt hier... Okay, es geht weg. Was ist los? Oh mein Gott, es ist gerade heiß geworden. Alter, das war gerade... Du schießt bei mir auf der Stelle. Das war gerade mega knapp. Ja, oh Gott. So, ich bist jetzt direkt neben mir gerade. Oh Gott, hier die Messer. Oh mein Gott. Ey, jetzt stehst du auch bei mir auf der Stelle. Hey, wo bist denn du? Oh mein Gott, ich bin bei den Messern. So, jetzt hier, vorsichtig. Ich versuch auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ich den Checkpoint jetzt bekommen habe hier. So, welchen Checkpoint? Oh, gar kein Checkpoint. Ja, stimmt. Hier, bist du auch gerade bei den Messern? Ich bin jetzt bei den kleinen Messern. Ja, die habe ich gerade schon fertig gemacht. Okay, dann die lass mal machen. Die darf man nicht berühren. Was ist das denn für ein Griff? Okay, warte, ich ziehe am Griff jetzt hier mal. Guck, was der bringt. Ich kann nicht dran ziehen. Kannst du da dran ziehen? Ich habe dran gezogen. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ich habe dran gezogen. Hä? Okay, mal gucken. Gar nichts. Also mal gucken, was jetzt gerade gemacht hat, ne, der Griff. So, jetzt kann ich hier hochgehen. So. Und hier, oh, ist ein bisschen rutschig jetzt hier gerade sogar. Oh mein Gott. Ey, können wir auch mal hier den Checkpoint irgendwann? Das ist, wenn man jetzt drauf geht, ne, das wäre halt gar nicht. Ich bin irgendwo reingesprungen. Ich bin in der Kanalisation. Nein, Kasper. Das Wasser sieht sauber aus. Rein hier. Oh mein Gott, wo geht das jetzt hin? Oh mein Gott, jetzt bist du auch in der Kanalisation. Oh Gott, hier geht's runter und da vorne ist Ratty. Ich weiß, dass das Ratty einfach, ich weiß, voll crazy. Ja, ganz, ganz gruselig. Okay, jetzt rüber hier und... Oh nein. Alter, das war gerade richtig knapp. Ich hing gerade einfach an dem Teil dran. Alter, ich habe das gerade gesehen. Schnell weg hier, bevor die Ratte irgendwie noch Hunger bekommt. Ich weiß, du hast recht, wir sind echt schnell weg jetzt. Ist hier auch alles voller Müll und so, ne? Gott, und was ist denn da vorne, hä? Ist das der, warte mal, au, Mann! Also echt, was denn der los? Der hat so gestunken. Okay, ich geh mal raus, mal gucken, was hier. Ein Labyrinth. Ja? Ein Labyrinth? Und wo führt das hin? Ich guck auch gerade jetzt hier. Oh mein Gott, da läuft, kommt schon einer entgegen, die hängt hier wahrscheinlich schon seit 2 Jahren fest oder so. Wir müssen locker hier rechts laufen, das war locker falsch schon. Sagen. Oh nein. Sag jetzt auch hier lang. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh Gott, rechts war falsch.
Ich hatte schon so eine Vermutung, dass ich nicht rechts gehen wollte. Ja, weil es immer enger wurde, ne? Ich probiere jetzt mal. Ich hier, probier lang. Mitte. Sag dir Mitte. Mitte. Mitte ist es, ne? Mitte ist es. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall alle ausprobiert. Jetzt müssen wir hier lang laufen. Jetzt muss es der hier sein. Und ich sag dir halt, ich versuche dich rechts zu halten. Ja, okay. Ja, okay. Den hier. Ich probiere hier den mal. Ja, okay. Ist da... Oh, das sieht doch gut aus, oder? Oh. Nein, ich glaub's nicht, Sackgasse. Aber bei dir da jetzt lang. Nein, was? Ja. Hä? Hä? Hier auch nicht? Ja, ich hab's. Oh mein Gott, du? Ja, wo bist komm du? Hierher. Zurück hier lang. Ja. Hier, dieser kleine Weg war's. Was? Oh, als ob, hab ich gar nicht gecheckt. Okay, dann gehen wir mal durch. Oh mein Gott. Ey, was? Oh, da ist die Ratte schon wieder. Die hat hier irgendeine Säure hingestreut. Ich weiß, das ist eine richtige doofe Ekelratte, ey, dass sie das gemacht hat. Oh, ekelhaft ist das auch hier. Das ganz stinkt auch. Vorsichtig. Rüberspringen jetzt hier bei dem ekligen radioaktiven... Guck mal, ich ziehe an der Nase. Was? Oh Gott, ey. Alter, vergammelte Burger. Was? Nicht berühren die vergammelten Burger, ne? Nee, nee. Ich hab das gar nicht natürlich berührt. Natürlich berührst du das. War mir schon so klar, dass er ja drauf gehen wird. So. Das war mir schon wieder klar. Digga, ich berühre das nicht. Und wieder geht er natürlich drauf. Ich habe das nicht berührt. Aua. Ach, wir sind wieder draußen. Ah, wir sind beim Wasser, okay. Oh, pass auf, hier bewegen sich die Plattformen. Hier muss man aufpassen, die bewegen sich einfach die ganze Zeit. Oh mein Gott, wegen der Hitze. Oh mein Gott, du hast es voll geschleudert für mich hier. Alter, was? Du Assi, du schleuderst es voll für mich hin und her hier. Wie schleudere ich das denn hin und her? Oh Gott, das ist... Du hast gerade voll geschleudert. Auf den Dingens. Alter, das ist ja anders schwer. Auf den Löffeln müssen wir landen. Die Löffelspitze. Oh Gott, die werden auch manchmal enger und sowas, ne? Oh mein Gott, ich bin gerade fast zwischen den Löffeln durchgerutscht. Ich hab das gerade gesehen. So einfach durchgeflutscht. Ja, er sieht echt aus wie so ein Ei. Okay, jetzt rein sind wir hier. So, Alter, sehr schön. Nein, ich dachte, wir können da oben draufstehen. Hä? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Guck mal, wir haben es geschafft. Wir sind entkommen und jetzt gehört uns einfach die Schokoladenfabrik. Oh mein Gott, der hat die uns geschenkt. Lass doch mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Cooles sehen. Was? Wie cool ist das denn? Oh, warte, wir können jetzt entweder behalten wir sie. Guck mal, entweder behalten wir sie oder wir verkaufen die für 500.000. Oh, was wollen wir machen? Wollen wir sie behalten? Also wenn wir die verkaufen, haben wir halt ganz viel Geld. Wenn wir die behalten, müssen wir die halt auch irgendwie bezahlen, ne? Ich sag mal so 500.000. Ich verkauf die. Ist schon eine schmackhafte Summe. Du kannst ja behalten, ne? Auch. Hier ein Check, 500.000 an Kasparo, Das ist richtig krass, wenn wir das ganze Geld bekommen und sowas. Juhu. Was willst du dir damit jetzt als erstes kaufen? Lamborghini. Alter, wie viel Geld? 500.000 einfach mal. Was? Das ist sehr, sehr gut. Wie rumliegt. Alter, die Berge voller Geld hier. Juhu. Wir können hier auf jeden Fall schon mal die Noobs spawnen, Freunde. Hoho, ich habe jetzt hier schon mal 5 Noobs gespawnt. Und die kommen jetzt... Oh, die kommen jetzt von hier oben, Freunde. Jetzt kommen die quasi alle runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die armen Noobs, Leute. Und mit diesen Noobs, na, die können wir anscheinend irgendwie gleich holen oder so. Kann ich die auch irgendwie... Ich kann die, oh mein Gott, ich kann die einfrieren und schocken. Guck mal, ich kann die, oh, was? Und dafür kriege ich Geld, wie ihr sie gerade sehen könnt, Leute. Kriege ich einfach gerade Geld und, oh Gott, ich schock die halt gerade alle hier, alle wegschocken, Leute. Das ist ja echt übertrieben. Jetzt haben wir gerade schon mal 100 Dollar und wir können es anscheinend mit dem Geld sogar das Zimmer wechseln. Bedeutet, wir können jetzt hier zum Beispiel auch den Schleifer oder sowas holen, ne, Leute. Ich würde mal sagen, ich kaufe mal ganz kurz jetzt hier den Schleifer und dann spawne ich den mal und, wow, das ist einfach... Was? Die sind einfach alle unten jetzt gerade. Warte, kann ich die auch so zerstören, Freunde? Bam! Oh mein Gott, was? Zack und bam, 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 Freunde. Auf jeden Fall jetzt hier die ganzen Noobs holen. Der eine hängt hier irgendwie ganz komisch fest. Den muss ich, glaube ich, gleich mal auf andere Weise holen, Leute. Hier mal ganz kurz hier hochgehen und dann schnappe ich mir hier den Schleifer. Den muss ich einfach, glaube ich, hier reinprügeln oder sowas. Dann kann ich den hier einmal schocken und dann... Zack, warte, zack, hallo... Boom, boom. Und den haben wir auf jeden Fall jetzt auch geholt, Leute. Ah, das ist also der Crusher. Bedeutet, man sollte am besten nicht die Zimmer wechseln, Leute. Nachdem man halt die Noobs, erstmal alle Noobs löschen. So, und dann kann ich machen, dass die Noobs das reinspawnen, Freunde. Und jetzt kann man sogar einstellen, dass die sogar anscheinend brennen sollen, Leute. Guck mal, unten brennen jetzt die... Oh mein Gott, die brennen jetzt einfach alle, Leute. Was? Guck dir das mal an, wie das jetzt alles gerade in einem Flammen aufgeht und so, ne? Oh mein Gott, die armen Noobs, Leute. Die sind gerade einfach alle draufgegangen. Ich kann dann zum Beispiel auch die Flammen ausmachen, Freunde. Und dann kann ich zum Beispiel die Noobs nochmal spawnen. Und kann dann das zum Beispiel einstellen, wie schnell das sein soll. Das heißt, ich kann es sogar schneller machen, Leute. Wow, jetzt ist es gerade mega schnell. Wow, was? Guck mal jetzt hier. Deine... Warte, jetzt muss ich das, glaube ich, langsam machen, ne? Eine... hängt da irgendwie so komisch fest. Das heißt, hier ist jetzt gerade aus. Und jetzt ist gerade ganz langsam. Guck mal jetzt hier. Oh mein Gott, wer ist da raus? Flutsch, Freunde. Und jetzt wieder schneller.
Und nochmal schneller. Und nochmal schneller. Okay, der eine hat halt da unten überlebt, aber der wird jetzt hier auf jeden Fall erstmal, zack, Leute, ein bisschen anbrennen. Ne? Das heißt, hier unten setze ich den mal ganz kurz unter Feuer. So, jetzt wenn jetzt hier, warte, pass auf, den holen. Bam! Und bam, Leute. Und bam, 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 bam. Alter, was? Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Leute geholt mit dem Shredder. Ich gucke jetzt nämlich gerade mal, weil wir haben auf jeden Fall noch viele, viele andere Möglichkeiten. Ich werde einmal ganz kurz hier die Noobs löschen, Freunde. So, Noobs sind gelöscht. Und das ganze Ding einmal ausmachen. Und dann gucke ich mal ganz kurz bei den Zimmern wechseln. Wir können auf jeden Fall noch so Treppen und sowas zum Beispiel jetzt holen. Und natürlich dafür auch dann erstmal das Cash kaufen, Freunde. Ich würde sagen, 25 Robux geht eigentlich voll klar, dass wir dann hier zum Beispiel die Treppen holen können, Leute. Das heißt, hier kurz $1000 geholt. Und jetzt hole ich mir mal ganz kurz hier die Treppen und spawn die jetzt mal. Und jetzt soll er entscheiden. Warte mal, was ist, wenn jetzt hier ein Noob runterkommt? Wow! Oh, der fällt denn. Oh mein Gott. Und er explodiert dann unten. Was? Okay, warte mal. Ich kann auch die Landmine umschalten, ne? Das heißt, die, theoretisch kann ich die anmachen. Oder ist die denn oben? Ich glaube, die ist oben, oder? Ich guck mal ganz kurz. Ich spawn nochmal einen Noob jetzt hier. Und dann, nee, fällt einfach nur so raus, ne? Warte mal. Ich mach mal ganz kurz. Das ist ja Noob löschen. Spawn nochmal ganz kurz einen Noob. Okay, noch ein Noob spawnen. Nochmal auf ihn rauf. Oh ja, jetzt fallen die alle runter. Und boom. Was? Wo sind die gerade hingeflogen? Und ich kann auch Kick-Noob machen, Leute. Das heißt hier, wenn jetzt ein Noob oben stehen bleibt, wie der, jetzt kann ich einfach Kick drücken und dann, boop, wird er voll nach unten hauen, Freunde. So, warte, ich werde euch mal ganz kurz jetzt hier schocken, Jungs. Und dann zack, 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 zack. Und das Ding ist, wir können sogar, oh Gott, ey, wie wir die gerade geholt haben. Wir können sogar anscheinend, Leute, können wir die, weil ich jetzt einmal ganz kurz jetzt hier die Noobs löschen. So, kann ich nämlich hier sogar neue Werkzeuge kaufen. Das heißt hier, habe ich ja zum Beispiel gerade für $500 so einen Baseballschläger, so eine Kettensäge, Dynamit, Brechstangen und noch viel, viel mehr. Ich würde mal sagen, ich kaufe jetzt mal hier den Baseballschläger, Freunde, und spawn ihn jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz. Das heißt, hier haben wir jetzt auch den Baseballschläger drin. So, ich werde mal ganz kurz hier das Zimmer wechseln zu einem Trampolinzimmer, Freunde. Und jetzt können wir auf jeden Fall schon mal die nächsten Noobs spawnen. Ich glaube, die werden jetzt, glaube ich, vielleicht mal runterfallen oder sowas. Jetzt hier, guck mal, komm schon. Und die Noobs hier, guck mal drauf, warte, ich werde nochmal die anderen jetzt direkt hinter spawnen. Und jetzt sind die einfach im Trampolin, guck mal jetzt hier. Boing, boing, boing. Was? Ich kriege jedes Mal quasi Geld, weil die jetzt so rumflippen, ne? Und hier kann ich, glaube ich, genau, hier kann ich noch mehr Noobs spawnen. Okay, der eine ist sogar jetzt gerade schon draufgegangen, ne? Was? Das ist, glaube ich, so ein Elektro-Dingens, Leute. Das ist, glaube ich, so ein, warte mal, Toggle Laser. Ich kann sogar noch so Laser anmachen, Leute. Was? Oh mein Gott. Hier sind gerade einfach über Laser. Die ganzen Noobs sind einfach gerade draufgegangen. Und ich kann sogar noch die Prallereien, kann ich sogar zum Beispiel ausmachen, ne? Dass halt zum Beispiel die Noobs, glaube ich, gar nicht irgendwie rumspringen. Also kann ich auch reingehen, Leute? Ich glaube, ich kann nämlich von oben, glaube ich, reingehen. Das heißt hier, ich fahre mal ganz kurz hier nach oben, Leute. So, wir fahren. Dann kann ich, glaube ich, hier oben eigentlich reinspringen. Nein, man ist quasi oben drauf, ne? Okay, warte mal. Dann werde ich mal ganz kurz jetzt hier nach unten gehen. Und dann einmal hier die Noobs nochmal kurz draufgehen lassen, Leute. So, die Noobs löschen. Und dann das Ding einmal Prallerei jetzt wieder nach oben machen. So, ich guck mal ganz kurz, was haben wir noch so für Zimmer? Wir haben, oh mein Gott, wir haben echt noch viele Zimmer, Leute. Wie zum Beispiel Hydraulikpresse und sowas, Lavagrube, Landminen. Ich würde mal sagen, ich kaufe mal ein bisschen Geld. Okay, $100.000 kostet mir schon ein bisschen zu viel Geld, ne? Kann ich irgendwo gucken, Leute, im Shop? $20.000 sollte eigentlich jetzt mal klar gehen, Leute. Deswegen hole ich mir jetzt mal ganz kurz hier die Hydraulikpresse, Leute. Und die spawne ich jetzt mal, ne? Und jetzt kann man sogar, pass auf, jetzt kann ich hier einmal ganz kurz die ganzen Noobs spawnen. So, Leute, 5 Noobs sind gespawnt. Guck mal jetzt hier, wie die jetzt hier hingehen, Leute. Oh, 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 oh. Okay, es sind hier 5 Noobs. Und jetzt, Leute, pass auf, wir drücken jetzt die Hydraulikpresse in 3, 2, 1 und oh, die Hydraulikpresse kommt runter, Leute. Sie kommt runter. Jetzt können die auch einfrieren, ne? Die frieren jetzt hier ein, damit die auf jeden Fall, ey, jetzt sind schon 2 raus. Oh Gott, was? Was? Oh mein Gott, die werden hier einfach zerdrückt. Oha. Okay, du musst auf jeden Fall jetzt mal drauf gehen mit deinem Baseballschläger. Bam. Bam, 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 bam. Oh Gott, wir kriegen voll viel Geld davon, ne? Was? Okay, warte mal, mit dem Baseballschläger, Leute, kriegt man voll viel Geld. Guck mal hier, zack, 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 zack. Holen wir uns jetzt hier die ganze Zeit den Typen. Boom, 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 boom. Alter, das ist halt echt richtig krass, ne? So, jetzt haben wir gerade schon mal mit dem Baseballschläger einige geholt. Ich muss jetzt, glaube ich, einmal ganz kurz hier die Presse nochmal nach oben machen. Das heißt, hier, guck mal, fährt die Presse jetzt einmal nach oben. Oh, Leute, wie cool sah das denn aus mit der Presse, ne? So, ich guck mal ganz kurz, da habe ich noch andere Werkzeuge. Ich habe zum Beispiel noch Werkzeuge wie einen Morgenstern, einen Ballon, eine Kettensäge und eine Brechstange und Dynamit. Ich würde mal sagen, ich würde die ganzen Sachen jetzt einmal kurz hier spawnen. So, spawn, spawn, spawn. Jetzt habe ich die ganzen Sachen auf jeden Fall am Start. Dann werde ich einmal kurz das Zimmer wechseln zu einem normalen Zimmer. Und dann werde ich mal ganz kurz alle Noobs spawnen und guck mal, was die Waffen so drauf haben. Der Morgenstern zum Beispiel, der ist es ja logischerweise, wenn man jetzt einfach so rumläuft, dann kannst du halt damit einfach die Noobs zum Beispiel komplett holen. So wie jetzt hier. Pass auf, komm, steht auf. Los, Jungs, steht auf, worauf wartet ihr? Und jetzt, pass auf, zack und zack. Boom, boom. Boom, 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 boom. Und boom, 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 boom. Alter.
Das ist echt krass, ne? Guck mal jetzt hier, guck mal, man ist einfach. Boah, Alter, man kann die richtig so umhauen, Leute. So, pass auf, hier, guck mal, jetzt habe ich hier die meisten gerade umgehauen. So, ich kann zum Beispiel jetzt hier gerade noch einmal den Ballon nutzen. Der Ballon. Was? Ich kann jetzt Ballons an welche ranmachen, Leute. Und dann fliegen die an die Decke. Hä, hey, was? Wie cool ist das denn? Guck mal hier. Zack, 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 zack. Leute, haut rein, ihr Noobs. So, zack, zack, zack. Ab nach oben. Guck mal, die gehen wieder rein in die Röhre. Hä? Wie cool ist das? Kann ich sogar auf einzelne Körperteile, Leute. Guck mal, wie das aussieht. Okay, kann ich jetzt hier mit dem Dynamit irgendwie hochwerfen? Kann ich das hochwerfen, Leute? Oh, oh, oh. Okay, das funktioniert anscheinend leider nicht. Aber ich würde mal sagen, ich werde mal ganz kurz das Zimmer wechseln und gehe jetzt zu den Slapsticks, Freunde. Und dann einmal ganz kurz die Noobs despawnen, jetzt Noobs neu spawnen, Freunde. Jetzt werde ich hier schön mit der Kettensäge stehen. Und dann, genau, guck mal, die kommen jetzt hier runter und ich... Wow! Wow! Was? Alter, ich bin gerade einfach... Guck mal, da ist Kasper sogar, Leute. Ich bin einfach so weit weggeflogen. Na, was war... Nee, da ist Kasper. Ich bin so weit weggeflogen, das ist ja nicht mehr normal. Guck mal, der ist jetzt hier gerade bei den Trampolinen, Leute. Ha, wie cool ist das denn? So, ich würde mal sagen, hier vorne gehe ich wieder zu meinem. Und zwar, das war hier. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz ein neues Zimmer kaufen. Und zwar die Lavagrube, Freunde. Uiuiuiui. So, mal gucken, was jetzt hier die Lavagrube kann. Und zwar spawne ich jetzt mal ganz kurz hier die Noobs, Leute. Das heißt, die spawnen jetzt hier ganz kurz hin. Ich guck mal, dass ich auch gleich nur einen hinstelle, weil jetzt, guck mal, jetzt fällt gefühlt die Hälfte, gefühlt alle fallen gerade rein. Einfach in die Lava rein, Leute, die Armen. Oh mein Gott, okay, jetzt steht hier, er hier steht er noch. Also ich habe jetzt hier die Brechstange, Leute, und jetzt, pass auf. Zack und zack und zack. Ja, Mann, haben wir einfach in die Lava reingehauen, den Typen. Was, hier kann ich sogar noch einen Noob spawnen, Leute. Das ist hier... Komm, ist noch ein Noob gerade. Jetzt kann ich hier einmal ganz kurz gucken, was das Dynamit drauf hat. Das heißt, hier warte ich jetzt mal, bis der aufsteht und dann werfe ich das Dynamit auf den. Boom, Alter, rein in die Lava, Freunde. So, was habe ich hier noch für Zimmer? Ich habe zum Beispiel noch einmal Landminen oder so Flammengruben und sowas. Ich würde mal sagen, ich hole mal ganz kurz hier die Landminen, Freunde. Das heißt, hier sind es ganz kurz viele Noobs am Start. Die sind jetzt natürlich hier überall mit Landminen belegt. Und ich kann sogar anscheinend alle Minen explodieren lassen. Oh Gott. Guck mal jetzt hier. Oh mein Gott, alle explodieren. Was? Echt, die explodieren einfach alle. Oh Gott, Leute. Die ganzen Noobs. Okay, die sind immer noch am Leben. Ich kann zum Beispiel den Minenstandort randomisieren. Das hier geht jetzt die Minen wieder irgendwo anders hin. Oder ich kann sie auch alle explodieren lassen. Boom. Was, Freunde? Okay, es sind trotzdem noch ganz, ganz viele hier am Start. Ich kann jetzt mal ganz kurz gucken, dass ich jetzt hier einmal die Kettensäge benutze. So, pass auf, Leute. Die, wow. Ey, Alter, was? Okay, den einen haben wir gerade schon mal geholt. Hier vorne liegen auf jeden Fall noch ein paar in der Ecke. So, ist das hier, guck mal, zack. Oh, warte, ich muss einmal ganz kurz den aufrecht machen. Mit dem Ballon, Freunde, ist natürlich logisch. So, jetzt hier steht der jetzt relativ aufrecht. Jetzt kann ich hier schön, ja, nämlich schön reingehen, Freunde. Oh mein Gott, was? Jetzt ist die andere Hälfte einfach oben. Und da oben sind noch voll viele Ballons, ne? Oder habe ich noch mehr Werkzeuge? Ich habe zum Beispiel eine Bazooka, Gefrierstrahl, den haben wir ja schon. Aber eine Wasserkanone. Okay, ich will mal wissen, was die Wasserkanone bringt, Freunde. Das hier werde ich einmal ganz kurz alle Noobs despawnen und alle Minen explodieren lassen. Und dann spawne ich mal ganz kurz 5 Noobs, Leute. Und jetzt habe ich ja quasi, wenn ich auf Werkzeug gehe, nämlich eine Wasserkanone, Freunde. Und die bringt, glaube ich, mega viel. Das heißt, hier habe ich jetzt die Wasserkanone und jetzt... Guck mal, mit Wasser abspritzen, Leute. Und jetzt hier einfach in die Mine reinspritzen, den Typen. Boom! Was? Boom! Und, warte, ah, den kriegen wir da nicht mehr, aber wir können jetzt, glaube ich, den jetzt hier, genau, zack, in die Minen rein, Leute. Was, die meisten liegen ja einfach in der Ecke. Guck mal hier, mit unserer Wasserkanone, das ist ja so cool. Wow, was, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn gerade reingeflogen, Freunde? Okay, warte mal, ich wechsle nochmal ganz kurz das Zimmer, weil ich glaube, wir können uns gleich noch, oh, okay, wir müssen noch ein bisschen Geld sparen für die Flammengrube. Das heißt, hier werde ich mal ganz kurz hier den, dass die Minen sich respawnen vielleicht. Ich nehme jetzt mal ganz kurz nochmal einen neuen Raum. Und zwar muss ich sagen, diese Hydraulikpresse, Leute, die sah halt einfach zu gut aus, ne? Die Hydraulikpresse sah halt einfach mega gut aus. Das heißt, hier Noobs löschen und dann erstmal ganz kurz 2 Noobs jetzt hier rauf. So, erstmal 2 Noobs hier hinspawnen. Ich werde wieder ganz kurz ein paar neue Werkzeuge nehmen jetzt hier. Einmal ganz kurz alle ranspawnen, Freunde. Zack, 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 zack. Und zack, okay. Und jetzt sind hier schon mal 2 Noobs am Start. Ich gucke mal, dass ich jetzt hier gerade nochmal 2 oder 4 Stück bekomme. Und jetzt, Leute, geht die Presse nach unten. Jetzt geht's los, Leute. Die Presse geht los. Ich werde jetzt alle 5 auf einmal zerdrücken. Boah, das wird so krass aussehen. Kann ich sogar Ballons nochmal ranmachen? Ich mache jetzt die Ballons ran, Leute. Aber selbst die mit den Ballons, da werden locker die Ballons, sag ich, platzen. Oh, und was? Es geht nicht weiter? Lol, weil die Ballons im Weg sind, oder was? Oder? Oh, nee, oder? Leute, die Ballons sind einfach im Weg. Bedeutet, man kann jetzt, weil kann ich hier vielleicht die Ballons kaputt machen? Nee, ne? Was? Die Ballons haben einfach den Noobs gerade gerettet? Was ist denn das? Da muss wohl ein Dynamit her, Freunde. Wuppa! Und boom!
Was? Oh mein Gott, das sind gerade alle draufgegangen. Ne? Außer jetzt gerade der eine da vorne, aber der kriegt auf jeden Fall auch nochmal hier ein Dynamit hin, Leute. Hier, zack, für dich das Dynamit. Warte. So, zack, Dynamit für dich, Kollege. Boom. Okay, warte mal. Ich glaube, ich habe hier vorne nochmal die Möglichkeit, ein krasses Zimmer auszuwählen. Und zwar einmal jetzt hier, wo war das? Ich glaube, die... Genau, und zwar hier den Shredder, Freunde. Und dann kann ich nochmal ganzes 5 Noobs ranspawnen. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, die ja quasi zu retten. Das heißt, hier, guck mal. Mit Ball... Oh Gott. Okay, es sieht jetzt gerade nicht danach aus, als würde ich die gerade retten, Leute. Okay, nochmal ganz kurz jetzt hier alle anbrennen. Tut mir leid, Kollegen, dass ihr jetzt gerade draufgehen müsst. Oh Gott, die armen Noobs, Freunde. Ich hole sie gerade alle, ne? Ich hole sie gerade einfach alle. Und ich wechsle mal ganz kurz hier das Zimmer zu der Flammengrube, Freunde. Und das heißt, hier kaufe ich mir ganz kurz 5000 Cash nochmal. Jetzt hole ich mir die Flammengrube. Das ist, glaube ich, einer der heftigsten Räume, die man sich holen kann. So, spawnen wir jetzt mal ganz kurz und dann einfach alle Noobs spawnen, Leute. Dann können wir die Hitze oder die Förderbandgeschwindigkeit können wir zum Beispiel auch langsam machen. Das heißt, hier, guck mal, hier fahren die dann zum Beispiel, guck mal, hier ist Stopp das sogar gefühlt. Hier ist es jetzt richtig schnell. Oh Gott. Oder Open Fire Gate. Okay, warte mal, hier ist dann so ein kleines, oh mein Gott, das heißt hier, Leute. Guck mal, jetzt hier, pass auf, jetzt rollen die hier alle rein. Und jetzt, pass auf, guck mal, die fangen alle an zu brennen. Hitze ändern. Das heißt, wir können auch die Hitze richtig heiß machen. Und jetzt alle rein. Oh mein Gott, wo sind die alle hin? Die sind einfach alle weg gerade, Leute. In dem Feuerloch gerade einfach alle rein. Okay, warte mal. Nochmal ganz kurz die Noobs löschen. Und jetzt sind nochmal alle Noobs reinspawnen. Und dann mal hier wieder Förderbandgeschwindigkeit ganz niedrig machen. Dass es quasi steht. Und die Hitze machen wir auch nochmal ganz kurz hier. So, pass auf, auch nochmal ganz kurz zurück. Und dann haben wir, glaube ich, hier nochmal die Möglichkeit, Leute, mit dem Morgenstern richtig abzusahnen. So, bam, 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 Freunde, der Morgenstern. Der Morgenstern geht richtig ab, Leute. Zack, zack, zack. Und jetzt haben wir hier quasi... Oh, oh, warte, den auch noch, den auch noch, den auch noch, den auch noch. Kann ich auch noch holen? Ja, pass auf. Zack, 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 zack. Und bam, den haben wir auch noch geholt. Kaspar, wo hättest du dich versteckt? Ah, da. Ey, warum... Ey, was? Was ist? Warum bist du, bist du wütend oder was? Mann, der lacht doch. Siehst du ja, das nicht? Okay, der streckt seine Zunge raus. Also, pass auf. Dann bist du bereit jetzt für die Challenge. Wir werden jetzt nämlich Kürbis malen. Oh, Halloween-Event oder was? Halloween-Event. Das heißt, wir haben heute vier Dinge. Wir fangen an mit Kürbis. Ja. Du hast 3 Minuten Zeit. Ich habe 3 Minuten Zeit, das Beste zu geben. Ich würde sagen, wir machen Kürbis als erstes. Ich stelle schon mal den Timer ein. Der Timer auf 3 Minuten. Du sagst mir gleich Bescheid, wenn du ready bist. Ich bin ready. Ich bin ready. Okay. 3, 2, 1. Eins. Und boom, Leute. Und, wow. Alles klar, der Timer ist auf jeden Fall jetzt an und ist schon ein bisschen Zeit vergangen, leider. Jetzt muss ich auf jeden Fall schön orange auswählen. Ich glaube, das ist ganz gut, Leute. So, ich mache mal, ich habe jetzt wieder so einen Kürbis offen. Die Größe machen wir ganz kurz so. Okay, also, ich mache jetzt erstmal ganz kurz hier den Umriss hier dazu davon. Das heißt, hier so, Leute. Und hier so ein bisschen zack, 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 zack. Und dann das und so. Und dann hier oben. So, jetzt pass auf, jetzt habe ich schon mal, das ist jetzt die erste Schicht quasi. Jetzt kann ich das Ding ein bisschen größer machen, damit wir das ausfüllen können. So, mit so einer etwas dickeren Kappe. Ich glaube, ich kann es sogar noch größer machen, ne? Alles schön ranmachen. Auch hier. Nicht so weit. So, okay, dann haben wir schon mal auf jeden Fall den Umriss. Dann mache ich jetzt hier ein bisschen dunkleres Orange. Und die Größe jetzt wieder ein bisschen kleiner, Leute. Und dann auf die zweite Schicht, weil jetzt werde ich nämlich so machen, dass ich hier diese Umrisse mache von so einem Kürbis. So. Vielleicht sogar noch ein bisschen dick geraten. Jetzt kann ich es aber leider nicht mehr ändern. Das heißt, so. Dann nochmal hier ganz kurz. Und hier auch nochmal. So. Dann haben wir schon mal das auf jeden Fall. Dann machen wir... Das sagt Zeit. Oh, wir haben noch 1 Minute 30 Zeit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Leute. Mal jetzt hier ein bisschen grün. Das heißt, hier oben kommt nochmal ganz kurz dieser kleine... Die Knospe oben ran, Leute. So, die Knospe kommt oben ran. Und jetzt natürlich ganz wichtig, das Gesicht, Leute. Das heißt, es kommt hier auf die dritte Schicht, das Gesicht mit den Sachen. Das heißt, hier einmal Auge, hier einmal Auge. Und natürlich jetzt nochmal hier der Mund, Leute. So, zack, zack, zack. So, zack, zack, zack. So, sa, pass auf. Und dann hier, zack, zack, zack. Und so. Muss ich sagen, sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben nur 50 Sekunden Zeit. Jetzt mache ich einfach nochmal hier schön außen rum, Leute. Schön außen einmal hier ransprayen, dass wir einen schönen Umriss haben. Tag. Ey, Leute, ich sage es euch, wir werden das auf jeden Fall viel, viel besser als Kaspar haben. Ey, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr meinen Kürbis jetzt gerade findet. Weil ich muss sagen, ich bin gerade selber ein bisschen, erstaunt von mir selbst. Wir haben noch 17 Sekunden, das heißt, ich werde jetzt perfekt fertig werden. Und schreibt doch in die Kommentare, was wir noch so malen sollen. So, ich bin auf jeden Fall fertig, Leute. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das heißt, ich kann jetzt perfekt sagen, dass deine Zeit abgelaufen ist. So, Timer ist durch. Aufhören jetzt zu zeichnen, Kaspar. Aufhören jetzt. Ja, ich komme ja, ich komme ja, ich komme. Ich bin schon auf dem Weg gerade zu dir mit Skateboard. So. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich will mal nämlich wissen,
was ja. du jetzt direkt für einen Kürbis gemalt hast. Also, ich muss sagen, ich habe ihn leider nicht mehr gefüllt bekommen. Echt aber ich bin nicht. Trotzdem. Nein, aber ich bin trotzdem ziemlich zufrieden. Also, ich muss sagen, mir gefällt das Game auf jeden Fall schon mal viel besser, weil ich komme da irgendwie besser klar. Mal gucken. Ja, das sieht Zeig auch cooler mal, aus. So, guck mal hier. Du siehst hier schon mal ein paar kleine und. Ja, du siehst es, also du siehst, in welche Richtung es gehen sollte. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ich hab ein paar clever. Kleine noch hingemacht. Ja, aber so, das ist extra, ja, das stimmt. Ja, aber so die Augen und so fand ich gruselig, so Zackenaugen, dann noch die Nase und so den Mund und sowas, ne? Ja, ja, genau, da hast du recht, da hast du recht. Okay, das war cool. Also findest du ja, vielen Dank. Ist halt natürlich doof, dass es halt hier leider nicht ausgemalt ist. Ja, ich weiß. Ja. Hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann hätte ich es, glaube ich, auch gemacht. Aber, direkt, pass auf, komm mit zu meinem Kürbis. Ich habe nämlich das so ein bisschen, ich habe mich auf einen konzentriert. Oh, Alter. So, was haben wir für Tricks hier? Jetzt aber richtige Profis, oder? Ist so, ist so. Profi? Ja, geht so. Ich bin Profi. So, und zwar hier hinter dem roten Haus. Ist mein Kürbis. Oh mein Gott. Weißt du, so, ey, der ist ja, so. Der sieht ja richtig cool den aus. Mund so ausgeschnitten. Ich habe die Knospe halt jetzt nicht so krass wie bei dir oben. Aber ich habe halt auch so diese Augen gemacht. Aber du. Ach, das gefällt mir sehr ich wollt, gut. Deswegen muss ich sagen. Ich hatte keine Zeit, weil ich wollte halt noch so ein bisschen, dass es halt so leuchtet innen drin. So ein bisschen so Feuer so machen. Okay, aber okay. Nicht mehr geschafft. Nicht mehr geschafft. Krass. Okay, gefällt mir sehr gut, aber ich finde, die Leute sollten immer abstimmen in den Kommentaren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber bei dem muss ich jetzt sagen, rein. Du sagst das nächste. Was wollen wir als nächstes machen? Lass uns als nächstes einen Hexenkessel machen. Oh, okay, das finde ich gut. Das finde ich gut, okay. Okay, dann löschen wir mal ganz kurz alles und dann würde ich sagen, ich lass meins da. Dann können wir du lässt da? Okay, ja, genau. Kein Problem. Nimm mal eine andere Wand einfach. Ich nehme eine andere Wand jetzt hier. Okay, du sagst Hexenkessel. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Warte kurz. 3 Minuten muss ich kurz einstellen hier. Okay, ich bin bereit. Ja, bist du auch bereit? So, ich drücke jetzt drauf. 3, 2, 1. Und Zeit los! Oh, bis gleich. Alles klar, Freunde. So, ich male sie auf jeden Fall direkt hier den Hexenkessel. Wieder auf Schicht einstellen, die Größe ein bisschen kleiner machen. Und ich werde das, glaube ich, auf jeden Fall hier richtig cool hinmalen. Das heißt, hier kommen einmal unten die Beine. So, ein Bein. Hier kommt ein Bein. Und hier kommt nochmal ein Bein. Und so, dann haben wir schon mal auf jeden Fall das Bein vom Hexenkessel. Und der wird natürlich jetzt erstmal hier schön so dick gemalt. Hier oben wird er auf jeden Fall ein bisschen enger. Oh, ich hoffe, das ist gut, Freunde. Vielleicht ein bisschen zu eng oben. Aber es ist halb so wild. Das heißt, hier so. Ja, ich hätte nicht so. Ah, egal, Leute, egal. Wir machen jetzt das Beste draus. So, dann machen wir hier einmal ganz kurz, dass wir so einen kleinen Kessel hier haben. Das gleiche auch nochmal auf der Seite. Oh, ich muss jetzt gerade denken, Leute. So, das ist auch perfekt. Ja, genau. Zack. Okay, geht eigentlich voll klar. Oben muss natürlich dann so diese grüne Grütze rein, Freunde. Diese grüne Hexengrütze. Das heißt, das Ganze kommt auf Schicht 2 jetzt hier. Einmal jetzt hier schön das ganze Ding ausmalen. So, Freunde. Und dann ein bisschen dunkler. Bisschen dunkleres Grün. Noch eine weitere Schicht nach oben. So kleine so diese Punkte, Leute. Das ist auf jeden Fall da drin so blubbert. Das heißt, ich mache jetzt auch noch hier ganz kurz mit einem weiteren Grün auf eine weitere untere Schicht. So ganz leicht so, dass es halt hier so nach oben so rausgeht. So, okay. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz hier diesen Hexenkessel ausmalen. Wir haben nur noch 1 Minute 20. Das ist nicht mehr so viel jetzt gerade leider. Das ist hier die Größe. Mache ich direkt richtig, richtig groß, Freunde. Und dann schön wieder das Schwarze nehmen und auf die zweite Schicht. Oh Gott, auf die zweite Schicht gehen. Okay, das war jetzt auf jeden Fall direkt sehr, 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 sehr groß. Das heißt hier, ich mache jetzt erstmal ganz das Grobe. Alles, was auf jeden Fall jetzt hier so gehen soll. So, zack, 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 zack. Und hier, so, okay. Ich weiß ja nicht genau, wie die Zeit jetzt gerade aussieht. Ich wollte jetzt nämlich gerade noch so ein paar Flammen hinmachen, Leute. So, ein paar orange Flammen unten beim Hexenkessel. Und zwar Schicht 3. Und dann mache ich hier so ein paar Flammen. Das heißt so, hier sind ein paar Flammen. Es fehlt noch auf jeden Fall ein bisschen Rot, fehlt hier jetzt gerade noch, Leute. Ein bisschen Rot. Dann machen wir Schicht 4. Das heißt hier so ein bisschen Rot, Leute. So, zack, 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 zack. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und ich glaube dann ist mein Hexenkessel auch schon fertig. Und wir haben noch wie viel Zeit? 8 Sekunden noch. Kann ich noch was machen? Vielleicht unten nochmal so einen kleinen Schatten. Ich mache nochmal hier so einen kleinen Schatten, glaube ich, hin, Leute. Oh, okay. Es klingelt schon. Es klingelt schon. Okay. Timer ist gestoppt. Aufhören jetzt zu zeichnen, Kollege. Hallo, der Timer. Aufhören jetzt. Du Schummler. Ja, ich bin ja da. Ich weiß ich doch auch nicht, sag mal. Auf einmal war die Zeit so schnell ja, oben. Ja, ja. Unglaublich. So, komm rüber hier gefahren. Sehr gut. Also, ich bin ziemlich zufrieden. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagen kannst. Also, da kann man ja aus verschiedenen Sachen malen. Man kann ja so einmal so von oben malen, von der Seite. Ja, von genau. Unten. Was genau. hast du? Ganz verschiedene Sachen. Was? Der ja, ist ich bin krass. Sehr zufrieden. Ich bin der sehr ist zufrieden, gut geworden. Alter. Ja, vielen Dank. Mit so Feuer unten, oben ja, noch ja. eine Halterung. Das ist
ist krass. Ey, das ist richtig gut. Also auf jeden Fall besser als meiner. Danke. Muss ich jetzt schon mal sagen. Du? Ja, ja. Okay, dann, dann zeig mal deinen. Aber Leute, schreibt auf jeden Fall auch wieder in die Kommentare, ne? Schulnoten 1 bis 6. Ich fall hier runter gerade. Wie, wo bist du denn? Ich bin runtergefallen gerade. Ich bin verhext worden, glaube ich. Hex. Oh, was? Ja. Auch nicht schlecht. Also ich hab's halt, das Ding ist, ich mir ein bisschen eine ähnliche Idee. Die Öffnung ist mir oben misslungen. Bisschen zu eng. Naja, finde ich aber gar nicht so schlecht. Da kann man halt nur Babymedizin drin machen. Ja, okay, das Feuer unten, das finde ich auch nicht so krass, aber sonst der Kessel an sich, es ging ja um den Kessel, finde ich auch stark. Ja, ich muss sagen, ich bin auch ich bin mir jetzt unsicher, wer den krasseren da gemacht hat. Müssen die in die Kommentare schreiben, okay. Ja. Dann bin ich jetzt dran mit der nächsten Entscheidung. Ja. Ich würde sagen, wir malen jetzt ein Geisterkostüm, also ein Geist. Ein Geist? Mhm. Okay. Und dafür, weil es halt so simpel ist, haben wir auch nur jetzt 2 Minuten Zeit. Nur 2 Minuten Zeit? Genau, das heißt, such dir jetzt auf jeden Fall deinen Spot. Ich habe nämlich meinen schon gefunden. Ich habe 2 Minuten eingestellt. Ich habe auch meinen Spot gefunden, ich bin bereit. 3, 2, 1, go! Und 2 Minuten! Go! Oh bis Gott. Gleich, bis gleich! Das wird richtig stressig. Alles klar, Freunde. So, auf jeden Fall jetzt hier Geist machen. Ich muss jetzt schnell meine Farbe auf weiß ändern. Und Schicht wieder auf 1. Also, ich habe jetzt hier so eine kleine Vorlage für so einen Geist. Und ich habe da eigentlich eine ganz coole Idee, welche ich da jetzt mache. Und zwar so, dann mache ich einmal ganz kurz, zack, so einen Geist hier hin, Leute. So, dann kriegt er nochmal ganz kurz hier nochmal so ein Dingens, so einen kleinen Arm. Und dann das Ganze hier. Okay, das ist schon mal mein Geist so im Grunde. Das heißt, die Größe wird jetzt nochmal hier ganz kurz größer gemacht, dass ich jetzt auf jeden Fall schnell ausmalen kann. Das Ganze nochmal hier schön kurz ausmalen, Leute. Ganz wichtig natürlich jetzt hier. So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal den Geist. Was das angeht, fast schon ausgemalt. Ich mache die Größe nochmal ein bisschen kleiner. Wir müssen gezielter hier malen können. Ein bisschen in die Ecken besser reingehen können, Leute. So, okay. Dann hier und hier und hier. Und dann noch einmal ganz kurz in die Ecken hier reingehen, Freunde. So, jetzt kommt schon das Gesicht da drauf. Wir haben noch 40 Sekunden. Da kriegt ihr erstmal einen schönen großen Geistermund, Freunde. Das heißt, so, hier hat er den Geistermund. Und dann nochmal ganz kurz hier die Augen. So, Augen. So, Freunde. Ey, ich muss sagen, das ist mir echt gut gelungen. Also ich mal jetzt hier echt so vorsichtig, wie es geht. Mit Maus und, oh nein, mit Maus das so ist halt nicht so optimal manchmal. Und 2 Sekunden, 1 und ich bin fertig. Roxo, so. Aufhören zu malen! So, ja, aufhören. Ja, ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr, sehr zufrieden. Du bist sehr zufrieden? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das finde ich cool. Das kann man sich sogar, das könnte auch sogar ein Emoji sein von Apple. Ein Emoji, okay, da bin ich ja mal gespannt, was ich du mach da Snapchat-Konkurrenz. Jetzt gemalt hast. So, okay, ich komme, willst du zuerst zu mir oder dann? Okay. Das ist direkt hier vorne, mein Geist, aber wir können auch zu dir fahren zuerst, wie du magst. Ja, dann lass mal, pass auf, ich will, ich will deinen zuerst sehen, wir sind schon da. Okay. Und, yo! Oh! Okay, das okay. ist der gruselige Geist. Das ist natürlich, ich habe einen meinen etwas freundlicher gemalt, ne? Nee, Geist ist aber nicht freundlich. Aber ein bisschen gezittert hast du ja schon, oder kann das angehen? Ja, ich hatte da ein bisschen unruhige Hand, aber Geist ist nicht freundlich, du hast ja noch nicht nett gemalt, oder was? Doch, pass auf, ich zeig dir mal, wie ich meinen Geist gemalt habe, weil mein Geist war eigentlich so, das ist so, schon fast so einer, wie du halt auch heißt. Also ich habe jetzt nicht Kaspar gemalt. Wollte eigentlich Kasper machen, der Stroke, aber... Das wäre auch lustig gewesen. Der wäre mal ein bisschen zu viel... Ich habe jetzt einfach so einen easyhaften gemacht. Der ist auch sogar hinten versteckt. Der hat sich hinten versteckt. Dahinter, oder was? Zeig genau, es sind der fröhliche Geist ist das. Oh, ja, naja. Okay. Naja, also ich will nichts sagen, aber ein netter Geist. Es gibt keine netten Geister. Mann. Geister sind immer gruselig, außer Huibu, der war nett. Aber sonst waren alle gruselig. Und Kasper war auch nett. Kasper war auch nett. Ja, und schon haben wir 2 Geister gefunden. Ja gut, okay. Dann kein Problem. So, was machen wir jetzt hier? Die entscheidende Runde. Und zwar, wir dürfen jetzt entscheiden. Oder sag du, was sollen wir machen? Lass uns ein Sensenmann, mal was Krasses. Boah, okay, Sensenmann ist richtig, richtig cool. 3 Minuten, wir machen 3 Minuten Sensenmann. Genau, 3 Minuten Sensenmann. Ich habe auch schon direkt mal einen Ort gefunden, wo ich das machen werde. Der Timer ist ready. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin auch ready. Ich bin bereit. 3 Minuten. 1, go. Go, bis gleich. Alles klar, Freunde. Er macht jetzt wahrscheinlich so einen richtig krassen Sensenmann. Ich mache jetzt einen, der etwas niedriger aussieht. Und zwar mache ich jetzt sogar, ich mache die Kontur sogar aus dem Weiß, Leute, weil es halt, weil ich es kann. Dann mache ich hier mal ganz kurz so einen kleinen Sensemann hin. Und zwar hier so, der Arm, Freunde, wird dann hier so sein. Dann kommt hier die Kapuze. Die Kapuze kommt hier, einen kleinen Zipfel hier oben. Und dann geht es hier direkt weiter mit hier dem Kopf. Dann hat er hier seinen kleinen Arm. So, dann kommt es hier so rein. Und dann noch einmal ganz kurz hier sein Umhang. So, ja, sieht jetzt vielleicht gerade noch nicht so gut aus. Jetzt kommt nochmal hier ganz kurz das Gesicht und dann wieder so. Okay,
Aber ich muss sagen, ich glaube, ich hätte lieber erst zuerst das eine ausmachen sollen, Leute. Ich glaube, ich hätte es echt zuerst ausmachen sollen. Das heißt hier, ich mache es ganz kurz schon mal dunkel. Das heißt die Größe. So, im Grunde hier alles ganz kurz. Zack, zack, Leute. Wichtig und richtig. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Okay, ich muss gleich nochmal neu rübermalen. Verdammt. Oh Gott, Leute. Ich bin jetzt gerade sehr, sehr unzufrieden. Ich glaube, Caster wird auf jeden Fall die entscheidende Runde gewinnen. Das ist natürlich jetzt gerade sehr uncool. Verdammt, Leute. So, jetzt hier nochmal ganz ausmalen. So, dann kommt hier nochmal schön. Aber ich denke jetzt, muss vertrauen. Manchmal sind Zeichnungen, die sehen einfach nicht so gut aus am Anfang. So, jetzt kommt Schicht 3. Wieder weiß. Jetzt mache ich nochmal das Ganze mit dem Gesicht. Das heißt, hier ganz kurz schön das Gesicht wieder ran. Hier diese zwei Zacken. Und dann wird das ganze Gesicht einmal kurz ausgemalt. Leute, Schicht 4. So, so. Und ich weiß gar nicht, was sagt die Zeit. Oh, noch 15 Sekunden. Ich muss auf jeden Fall die Sense malen. Wenn ich die Sense jetzt nicht male, ist das sehr, sehr unvorteilhaft. Das heißt, hier kommt erstmal ganz kurz die Sense ran, Leute. Der Stock ist hier. So, dann wird es hier ganz kurz silber. Und dann mache ich einmal ganz kurz die Sense, Leute. Okay, die sieht wenigstens ganz gut aus. Die sehen eigentlich echt gut aus, Leute. Die Sense, die ist auf jeden Fall in Ordnung. Vor allem, wenn man die halt so ein bisschen cooler macht. So, jetzt habe ich noch die Zeit fürs Gesicht ganz kurz. Gesicht, so, dann kommen hier ganz kurz die Augen, Leute. Augen sind hier die Augenbrauen. Ich mache nochmal die Schicht ein bisschen dünner. So, Augenbrauen und die Nasenlöcher. Und ja, der Mund hier einmal ganz kurz. So. Ja, ich weiß nicht, Leute. Ich bin nicht sehr zufrieden. Das war ein bisschen schwierig. Einmal bitte aufhören zu malen. Ja, ich habe aufgehört. Ich zu dir eine Sekunde. Leider. Oder bist du schon da? Nee, ich bin noch nicht da. Ich bin leider nicht wirklich zufrieden. Was für eine Sekunde? Wie? Aufhören zu malen. Ich mal nicht mehr. Okay, besser ist das auch. Okay, dann kommst du mir. Ich habe halt probiert, einen zu malen. Ich bin aber nicht sehr zufrieden gewesen. Okay. Also ich war nicht so zufrieden, ja? Ist halt, ich habe schon mal besser. Ich habe das Ding ist, ich habe echt stark angefangen heute. Ja. Auch dann echt stark nachgelassen. Das ist mein Sensen. Das ist doch nicht schlecht. Auf jeden Fall ganz schön klein. Es ist wie du. Ich habe das Gefühl, du malst gerne Emojis. Kann das sein? Ja, die kann man ja schön so einfach, keine Ahnung. Das ist doch cool. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Du hast das wahrscheinlich so richtig großen gemalt. Ich habe einen großen und das war auch mein Problem. Ich habe mich nämlich ein bisschen verkalkuliert mit dem. Der war ein bisschen zu groß. Okay, warte. Ich muss kurz einmal Handschuhe machen. Ist natürlich immer schwierig, das einzuschätzen. So, ja, das Ding ist, du musst halt im Endeffekt auch alles mal ausmalen. Das ist halt das, was so die Zeit kostet. Ja, das checkt man auch immer. Der ist hier an der Wand, ist der hier da unten. Durchsehen. Aber du hättest die Sense noch ausmalen sollen. Ich weiß, habe ich vergessen. Also nicht, ich also vergessen, habe ich mehr geschafft. Zeit. Aber cool. Ich finde den auch ganz cool. Und weißt du, was der nämlich macht? Der zeigt dir auf den Nächsten, den er töten will, ne? Auf wen denn? Auf den Nächsten. Auf dich? Er zeigt auf dich. Was? Mit einem Pfeil. Guck mal, da auch mit einem Pfeil hier unten. Und dann gehe ich hier rein, oder was? Ey, wie cool ist das denn? Ja, wenn du da reingehst, dann war es das mit dir. Oh Mann, ey, wie cool. Also Freunde, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was euch mehr gefallen hat. Ich oder Kaspar. Und gebt die Schulnoten. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Checkt die Videos aus.